Einen wunderschönen guten Tag hier aus Nürnberg. Und das Thema von heute, Euro-Krise und mein Gast, Professor Wolfgang Gerke. Ich grüße Sie. Erstmal, wir sitzen hier wunderschön in der Sonne, in Nürnberg. Wunderbar. Viele Jahre hier verbracht. Ist meine Heimat. Ich bin hier in Erlangen auf die Welt gekommen. Ist schön, ich habe hier die Studenten geärgert. Ja? Nein, ich hoffe, sie haben es ertragen. Ich war heute am Kiosk. Sie sind hier ganz groß auf Focus Money. Ja. Und wenn ich das so lese, da steht, Gerke schreibt Griechenland ab. Ja, es ist natürlich, verkürzt, das habe ich jetzt so ein bisschen verkürzt. Ich habe es noch nicht gelesen. Sie haben es gerade mitgebracht. Es ist natürlich extrem verkürzt. Man kann Menschen nicht abschreiben. Und hinter Griechenland stehen Menschen. Also insofern ist mir ganz wichtig, dass wir die richtigen Maßnahmen ergreifen, um die Menschen in Griechenland zu retten. Aber das geht so nicht weiter. Ich habe schon vor über 3 Jahren gesagt, Griechenland braucht, damals habe ich es Marshallplan genannt, ein Restrukturierungsplan. Griechenland braucht eine Insolvenz, eine geordnete. Damals habe ich Schuldenschnitt genannt. Und ich würde heute für den Marshallplan sagen, Restrukturierungsplan. Restrukturierungsplan für mich heißt, wir haben den Riesenfehler gemacht, nicht sofort eine Geldbewirtschaftung zu machen, sondern da sind 200 Milliarden rausgegangen, geflohen. Ne? Aber die Gelder der Reichen, die jetzt gebraucht werden, in die Schweiz, nicht? Nach London, in Immobilien in Berlin, nicht? Das hätte nicht passieren dürfen. Nicht? Wenn man sich anschaut, das Geld wird jetzt dringend gebraucht. Und wir müssen die Griechen retten, indem wir denen wieder Perspektiven geben. Wir müssen in die Menschen, die arbeitslos sind, investieren, in die kleinen Unternehmen investieren. Aber das, was wir gemacht haben, waren Rettungsaktionen für die europäische Kreditwirtschaft und nicht für Griechenland. Das ist spannend, was Sie sagen. Ich meine, ich kann mich erinnern, in der Krise waren Sie so das eine Gesicht, was man immer im Fernsehen gesehen hat. Sie sind der anerkannte Experte in diesem Bereich. Andere Experten von der Deutschen Bank, jetzt nach Walter der Meier, sagt, ist, Griechenland braucht ein Euro. Ja. Was ist erstmal ein Euro und was soll es bringen? Ja. Mich ärgert das ein bisschen. Viele dieser Experten haben mich damals so halbwegs für verrückt erklärt. Die haben gesagt, was der Gerke da sagt, der weiß ja gar nicht, was für Folgen das hat. Das löst einen Dominoeffekt aus und die Finanzwelt bricht zusammen. Natürlich hätte das damals einen Dominoeffekt ausgelöst. Ne? Und natürlich wären ein paar Kreditinstitute in Schwierigkeiten gekommen, ne? Die es auch selbst verschuldet haben. Ne? Aber dann bin ich fast bei der Occupy-Bewegung und sage, rettet die Bankkunden nicht, also rettet die Menschen, aber nicht die Finanzinstitutionen hier, die hätte man abwickeln müssen und dann Griechenland helfen. Ne? Es ist natürlich alles nicht gemacht worden. Und jetzt, wo die Banken ihre Schrottpapiere bei der EZB abladen konnten, sie ihre Altlasten enthoben haben, jetzt fangen die auch an, darüber nachzudenken, nicht? Könnte man Griechenland nicht zur Drachme zurückführen? Dann vielleicht noch mit dem Euro einen Weg, wo man sagt, wir führen 2 Währungen ein. Nicht? Wir geben quasi Schuldscheine auf Drachenbasis aus und lassen den Euro. Und was passiert dann? Das ist das sogenannte Kreschensche Gesetz. Nicht? Das gute Geld wird gebunkert, nicht? Und das schlechte kommt in den schnellen Umlauf, das verdrängt das gute Geld aus dem Umlauf. Nicht? Darauf setzt man, der Kollege Neumann hat auch ein ganz vernünftiges Modell in dieser Richtung entwickelt. Die Schritte kann man gehen. Mir wäre es lieber gewesen, vor 3 Jahren knallhart Schnitt zu sagen, wo ja damals keiner bereit war. Wir machen, was weiß ich, 50% Schuldenschnitt, 50% Insolvenzquote, Griechenland eine neue Chance, Restrukturierungsplan und Griechenland eine eigene Währung, damit man konkurrenzfähig wird. Griechenland wird im Euro trotz des Schuldenerlasses auf Jahre hinaus nicht konkurrenzfähig sein. Frau Merkel versucht ja jetzt irgendwelche Bündnisse zu schmieden. François Hollande macht jetzt wieder andere Dinge. Wie sehen Sie denn die Entwicklung, die jetzt auf uns zukommt? Was wird passieren? Hier steht irgendwas von Schockwellen, die auf uns zukommen könnten, wenn Griechenland jetzt austritt. Ja, das ist, man darf die Augen nicht davor verschließen. Nicht? Wenn Griechenland jetzt austritt, kriegen wir eine Schockwelle. Nicht? Also Gottes Willen, ich habe es falsch verstanden. Das kostet uns schon nach jetzigem Stand 86 Milliarden. Aber wenn wir so weitermachen, kostet uns das noch viel mehr. Insofern müssen wir diese Schockwelle im Moment hinnehmen, was ich bedauere. Und
Frau Merkel hat einen ganz schweren Stand, weil die Mehrheiten sind nun mal anders. Aber ein Teil hat sie mit verschuldet. Sie hat gute Leute, die da voll an der Front der Finanzmärkte standen, auf die eingedroschen wurde. Die hat sie auch ein bisschen im Regen stehen lassen. Zum Beispiel? Ja, insbesondere meinen Kollegen Weber. Ein EZB-Mitglied, das ganz schweren Stand gegen die Kollegen gehabt hat, der die Politik der Deutschen Bundesbank weitergeführt hat, unabhängig die Präsidenten der Deutschen Bundesbank, egal aus welcher Partei sie kamen, haben sich immer rein geldwert verpflichtet gefühlt. Ne? Und plötzlich wird in Europa eine Politik betrieben, wo man Verletzung der Maastricht-Verträge die EZB zur Bad Bank, also letztendlich zur Schrottbank für europäische notleidende Staatsanleihen macht, wo man im Zahlungsverkehr Risiken aufhäuft, nicht? Zulasten insbesondere Deutschlands. Und das Gleiche ist mit Stark passiert. Nicht? Ein Supermann, das ist ein echter Fachmann, den hat man auch im Regen stehen lassen. Nicht? Und das ist zu bedauern, dass wir heute die Schlüsselpositionen in Europa andere haben besetzen lassen. Nicht? Wer und, zum Beispiel? Wer? Ja, wenn Sie sich anschauen, der Kommissionspräsident ist ein Portugiese, nicht der EZB-Präsident ist ein Italiener. Das sind doch heute die Schlüsselpositionen. Ne? Da geht es ja auch um Macht, aber wie viel Macht hat Politik und wie viel Macht haben zum Beispiel Finanz- und Institute? Also ich nehme mal einen Namen, Goldman Sachs. Wie viel Macht hat so ein Name? Mehr als eine Bundesregierung? Das ist mir zu sehr auf Goldman Sachs bezogen. Goldman Sachs ist eine ganz, ganz mächtige Bank. Allein schon dadurch, dass die das verstanden haben, ihre ehemaligen Leiter im Finanzministerium in den USA bestens zu platzieren. Also die Einflussnahme von Goldman Sachs auf die amerikanische Politik im letzten Jahrzehnt war aber immens. Auch auf politische Funktionen in Europa mittlerweile, oder? Die Amerikaner haben immer Einfluss auf Europa genommen. Und die Politik, die in Amerika betrieben wurde, war eine Pro-Investment-Bank-Politik. Amerika hat Probleme, die es gehabt hat, immer aus der Monopolstellung, die es heute so nicht mehr ganz hat, der Währung herausgelöst. Den Vietnamkrieg hat man finanziert, indem man Dollar schwach gemacht hat. Den Irakkrieg hat man finanziert, den Afghanistankrieg finanziert, mit indem man die Chinesen daran beteiligt hat, weil die meisten Dollar halten, die dann den Dollar schwach gemacht, sich hoch verschuldet. Ne? Und man hat den Investmentbanken das Geld auch unter Alan Greenspan unterhalb der Inflationsrate als Geschenk gegeben. Wir machen das von der EZB jetzt, imitieren wir das und machen das im Billionenbereich mal eben auf 3 Jahre, indem wir die Banken pampern hier. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, das löst Finanzkrisen aus, das macht mir, das was Sie am Anfang zitiert haben, diese Gänsehaut, denn die Geister, die man da rief, die sind schwer wieder loszukommen. So, jetzt muss ich fairerweise zu Frau Merkel sagen, sie tut sich schwer, das durchzusetzen, was man durchsetzen müsste, denn wenn man alle plötzlich gegen sich hat und jetzt auch noch Frankreich, ne, sie ist sicherlich auch eine Art eiserne Lady, nicht? Aber irgendwo hört die Rüstung dann, schützt die Rüstung dann auch nicht. Richtig. Ich danke Ihnen erstmal, Herr Gerke. Vielleicht sehen wir uns wieder. Also ich denke, bei solchen Themen werde ich immer wieder mal auf Sie zukommen. Was ist denn zum Schluss noch als Frage? Was ist denn so Ihre Vision? Nee, das ist ganz nett gemeint. Sie sind Europäer, ich bin Europäer. Wie stellen wir uns ein Europa vor und wie müssen wir das organisieren, auch wirtschaftlich? Das ist eine schöne Frage, weil es eine wichtige Frage ist. Wir müssen bei allem Unmut, den wir haben, und das sage ich an jeden Deutschen gerichtet, auch eine gewisse Dankbarkeit mitbringen, dass es in Europa, insbesondere bei uns, hat leider in Europa auch ein paar Dinge gegeben in den letzten Jahren, die nicht passieren durften, aber trotzdem, dass es bei uns Frieden gibt. Viele von uns, die in den Familien zurückschauen, ich kann das selber auch sagen, haben Vorfahren nicht erlebt, weil sie am Schlachtfeld geblieben sind oder im KZ. Diese Dinge sind so schlimm gewesen, diese Freiheit, die Europa heute hat, dass wir reisen können, dass wir nicht
dass die Menschenrechte weitgehend gelten, dass wir exportieren, importieren können, ist für Deutschland sehr wichtig. Ne? Das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen. Wir dürfen es auf der anderen Seite auch nicht über den Tisch ziehen lassen. Also wir brauchen wieder eine europäische Vision. Und das sagt jemand, der im Krieg geboren ist, leichter als meine Söhne, für die das natürlich eher Geschichte ist und die Gefahren nicht mehr so im Blut haben, wie ich das habe. Also ich bin ein überzeugter Europäer, bin auch bereit dafür, Opfer zu bringen. Nur die müssen Sinn machen, die dürfen nicht irgendwo verbrennen, indem lauter Beamte eingestellt werden in Griechenland oder indem es in sinnlosen Konsum wandert. Und da müssen wir uns gemeinsam wieder darauf besinnen, dass es sich lohnt, für Europa zu kämpfen. Und den Deutschen kann ich nur sagen, bitte fallt nicht auf den Trick rein, die D-Mark würde uns jetzt helfen. Die alte D-Mark war eine super Story, war ein Riesenerfolg. Die neue D-Mark wäre eine Katastrophe. Sie würde jetzt so stark aufgewertet, dass die Wirtschaft da niederliegen würde. Dann würde sie so stark runterrauschen. Es wären irre Kursschwankungen und wir würden in Europa politisch isoliert werden. Es gäbe wieder, was weiß ich, Inschriften in Frankreich an der Straße, Boykottiert le marchandise allemand. Nicht? Das darf nicht passieren. Also hier spricht der überzeugte Europäer, der manchmal so böse Sachen gegen die Europolitik sagt, dass er an dieser Stelle dann doch auch mit einer gewissen Dankbarkeit darauf hinweisen muss, wir müssen einen anderen Weg gehen, aber wir dürfen nicht den Weg in der Geschichte zurückgehen. Dankeschön dafür, Herr Gerke, dass als Wirtschaftsexperte ein Schlusswort gefunden, Frieden und Freiheit. Ja, das ist ganz wichtig, das ist einer der wichtigsten Werte. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Das ist auch so ein Wert, wo ich für den Untergrund gehen würde. Vielleicht liegt es daran, dass ich aus der 68er-Generation komme. Das ist kein Widerspruch zu Wachstum, sondern Wachstum muss nachhaltig sein. Wachstum kann auch friedenstiftend wirken, denn wir haben eins gesehen, die Depression, die wir erlebt haben historisch, war auch ein bisschen Steigbügelhalter für den Nationalsozialismus. Und da wir hier ganz neben dem Doku-Zentrum hier sitzen in Nürnberg, ist es, glaube ich, auch wichtig. Wir sollten uns in Deutschland mal überlegen, wie sähe es bei uns aus, wenn 50% der Jugend, wie in Spanien, arbeitslos wären. Ich möchte nicht wissen, wie die extremen rechten Ränder dann in Deutschland wieder hochkämen, auch wahrscheinlich die linken Ränder dazu und wie dann möglicherweise jemand, der im Verführen besonders gut auftreten kann, einen Großteil der Bevölkerung wieder in die falsche Richtung marschieren lässt. Sehe ich gar nicht anders, Herr Gerke. Hier, Doku-Zentrum haben Sie gesagt, am Reichsparteitagsgelände. Was da im Moment verführt, ist immer jedes Jahr das Classic Open Air. Am 22. Juli ist es wieder soweit. Ich bin auch dort. Ihr könnt gerne dazu stoßen. Dankeschön für das Gespräch an diesem wunderschönen sonnigen Tag. Ansonsten grüße ich all meine Abonnenten. Und die Frage beim nächsten Mal ist die Frage von heute. Allerdings, die Person, der Gast, ist Frank Lehmann, das Gesicht der deutschen Börse seit Jahrzehnten, Börse im Ersten. Bis zum nächsten Mal und mehr Infos gibt's auf tombus4.de. Ciao.